Wer nur auf die Gegenwart und die Vergangenheit schaut, wird die Zukunft mit Sicherheit verpassen, hat John F. Kennedy einmal gesagt. So schauen wir für einmal 30 Jahre voraus, nicht etwa mit einer Kristallkugel, sondern mit dem Bundesamt für Statistik. Dessen Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung zeigen, wohin die Reise geht. Mit einem hohen, einem mittleren und einem tiefen Szenario. Wir konzentrieren uns auf die mittlere Variante, das sogenannte Referenzszenario. Was zuerst auffällt, im Jahr 2045 leben deutlich mehr Menschen in der Schweiz. Die Bevölkerung wächst von heute gut 8 Millionen auf über 10 Millionen an. Wir treffen einen Mann, der die Zukunft kennt. Sie ist quasi sein Job. Jérôme Gossonde beobachtet die Bevölkerungsentwicklung beim Think Tank Avenir Suisse, zu Deutsch Zukunft Schweiz. 10 Millionen Menschen in der Schweiz, ist das Land darauf vorbereitet? 10 Millionen ist eine stolze Zahl. Rein vom Platz her hätten wir das. Die Problematik ist vielmehr, wie sich diese 10 Millionen zusammensetzen. Wir werden in den nächsten Jahren massive Verschiebung in der Altersstruktur unserer Bevölkerung haben. Das heisst, wir haben eine Alterung der Gesellschaft. Also zum Beispiel in der HV, wir rechnen mit etwa einem Fehlbetrag von 8,5 Milliarden im Jahr 2030. 8,5 Milliarden pro Jahr. Pro Jahr, absolut. Das ist ganz wichtig. Das entspricht etwa zweimal dem Lötschberg-Tunnelbau. Also wir könnten mit dem Loch zweimal einen Lötschberg-Tunnel bauen. Und Sie sind schuld daran. Die Rentner der Zukunft. Leben in der Schweiz heute 1,5 Millionen Personen im Pensionsalter, sind in 30 Jahren fast doppelt so viele, 2,7 Millionen älter als 65. Leute über 65, das wäre dann auch ich, oder? In dem Moment. Das zeigt einfach die Problematik, weil die Rentner, die werden nach wie vor ins Restaurant gehen, die werden nach wie vor im Kleidergeschäft bedient werden, wenn sie krank sind, wenn sie Pflegepersonal haben. Wenn zu wenig Junge nachrücken, also dieser Alterungsprozess, stellt natürlich unsere ganze Gesellschaft vor finanziellen, aber vor allem vor personellen Herausforderungen. Können wir nicht einfach mehr Babys machen? Babys, wir können es machen, aber es wird das Problem nicht lösen. Selbst wenn man ab jetzt jede Familie 6 Kinder hat, braucht es trotzdem etwa 30 Jahre, bis diese Leute im Erwerbsalter kommen. Bleibt nur die Immigration, um die Schweiz relativ jung zu halten. Und tatsächlich. Der Ausländeranteil dürfte laut den Statistikern des Bundes von heute 25 auf knapp 31% steigen. Schon heute im Pflegeberuf, etwa ein Drittel des Pflegepersonals hat ein ausländisches Diplom. Und wir werden immer mehr benötigen. Also man braucht definitiv auch hier Immigration, ganz klar. Mehr Menschen, ältere Menschen, andere Menschen. Das sind die Aussichten für unser Land.